Was geht denn weiter hier heute los? Aha, aha, aha. Aufgabe? Okay. Die letzte Etappe. Auf ins Herz von England nach London. Oh. Macht eine Sightseeing-Tour. Wer als Erster am Ziel ist, gewinnt die Challenge. Okay. Das wird richtig hart, Männer. London ist mit 9 Millionen Einwohnern die mit Abstand größte Stadt in England. Und noch vor New York die von Touristen meistbesuchte Metropole der Welt. Wer hier mit dem Auto reinfährt, hat vor allem eines: Stress. Mit solchen Autos musst du auf die Rennstrecke oder auf die weite Landstraße, damit du das Ding laufen lassen kannst. Wir fahren jetzt damit in eine der schlimmsten, also verkehrstechnisch, eine der schlimmsten Städte von ganz Europa, vielleicht sogar der ganzen Welt. Also London, ne, ist ja ein Knotenpunkt. Eine ganz enge Geschichte. Und jetzt soll ich da mit so einem Boliden, der 246.000 Euro kostet, in den Stadtverkehr einchecken. London Innenstadt steht in jedem Reiseführer, dass du das auf gar keinen Fall machen sollst. Aber wir machen das jetzt. Und zwar mit Supersportwagen, die keine Rundumsicht haben, aber dafür viel PS. Und das ist die Route. 55 Kilometer sind es bis zur Innenstadt von London. Von jeder Sehenswürdigkeit muss ein Foto geschossen werden. Erster Stopp ist die Tower Bridge. Weiter geht's zum Big Ben. Drittes Ziel ist der Buckingham Palace. Das vierte und letzte der Trafalgar Square. Endpunkt ist der Aston Martin Store in der Dover Street. Jetzt geht es um die Krone beim König von England. Und einer ist besonders motiviert. Könnt ihr euch mal verzischen da? Ich hab's eilig, Leute. Ich bin auf einer Reise. Und tschüss. Matthias geht in Führung. So, die rechte Spur ist meine. Heute ist alles umgedreht. Wir sind in England, da ist die rechte Spur die schnelle Spur. In Dets Cockpit keine Spur von Hektik. Ja, Tante Matthias ist natürlich sehr ehrgeizig und der fährt ja ohne Rücksicht auf Verluste. Dets Plan ist ganz einfach. Im Windschatten von Helge rein in die City von London. Ja, Helge drückt auch nicht drauf, da passiert schon was. Er trittert Gas bis in die Ölwanne, aber ich bin dran. Ich habe einen 12-Ender. Helge freut sich auf den Trip und hat schon einen cleveren Schlachtplan parat. Sightseeing ist angesagt, Auto-Sightseeing. Also möglichst nicht aussteigen, schnell ein Foto machen. Ja, wie die Chinesen oder Japaner, ne? Draufhalten und schnell weiter. Was natürlich nachher sehr spannend werden könnte, ist, dass man natürlich vor diesen Sehenswürdigkeiten überhaupt gar nicht anhalten darf. Also da ist weder eine Parkbucht, noch eine Bushaltestelle, noch irgendwas anderes. Das wird wahrscheinlich ein schickes Hubkonzert geben. Apropos Konzert. Das Allegro aus den 12 Töpfen des Vanquish lässt sich am besten wo genießen? Kann nicht anders, Leute. Es tut mir leid. Aber im Tunnel kann er nicht anders. Lautstark entert die Grip-Reisegruppe die City von London. Es wird ernst. Endlich mal gutes Wetter, gute Laune, gute Stadt und jetzt Innenstadt. Die erste Sehenswürdigkeit, an der die Jungs ein Foto machen müssen, ist die hübsche Hängebrücke über der Themse. Die Tower Bridge. Matthias ist als Erster da. Jetzt sind wir mittendrin. Jetzt wird's hart. Das ist doch auch bestimmt irgendwas Besonderes. In 500 Meter Ankunft, Tower Bridge. Das ist doch nicht die Tower Bridge, oder doch? Ist das die Tower Bridge? Ist die so blau? 2 Minuten, 54 Meter. Ist das die Tower Bridge? Der muss da dran stehen. Ich kenne die nur von der Seite, die Tower Bridge. Ich würde sagen, das hier ist die Tower Bridge. Und jetzt machen wir was ganz Hartes, Leute. Achtung, ich habe eine Panne, tut mir leid. Eine Fotopanne habe ich. Egal. So. Jetzt rasten sie aus. Das ist nicht die Polizei, das ist nur die Feuerwehr. Ich habe nichts gemacht, Herr Wachtmeister. So, Foto hat er. Kann weitergehen. Helge und Dete sind inzwischen auch eingetroffen. Hier, da ist ein Schild. Tower Bridge, 18 Tonnen. Da darf ich da rüber, da wiegt der Erling. Da ist sie, die Brücke aller Brücken. Jetzt guck dir das mal an. Da muss ich ja gleich ein Foto machen. Ist ja herrlich, ist das ja.
Hey Gilly, hast du dein Apparat klar? Natürlich. Achtung, Foto, wir haben es. Hm. So, wenn das hier kein Touristenalarm ist, dann weiß ich auch nicht. Alles voll, alle am Gucken, alle haben Fotoapparat in der Hand und ich war jetzt rüber. Tower Bridge. Fehlt noch das Foto von der Brücke. Ja. Helge? Da sind die Bullen. Ja, das macht doch nichts. Zack. Hier zum Beweis die beiden Fotos. Nächstes Ziel ist der Elizabeth Tower, der Glockenturm von Westminster Palace. Besser bekannt als Big Ben. 4 Kilometer? Ich fahre da jetzt 20 Minuten hin, oder was? Na, willst du mich verarschen? Das einzig Positive am Stop and Go, die Londoner Autofans können den Aston ausgiebig feiern. Gefällt's dir? Ja. Wie lange hast du mich schon gehört? Mehr als eine Meile? Na, vielleicht nicht ganz so weit. Ist richtig laut, oder? Ein wundervolles Auto. Viel Spaß noch. Schönen Tag noch. Mit einem Aston in England hat man schnell viele Freunde. Na, Jungs. Was sagt ihr zum Sound? Du machst mich glücklich. Schönen Tag noch. Wie heißt die Sendung? Die heißt Grip, wie Grip beim Reifen. Okay, Grip. Aber Grip haben wir eigentlich nie. What the fuck? Dade ist währenddessen in seinem 250.000-Euro-Schlitten auf Kontaktsuche zur weiblichen Bevölkerung. Guck. Ja, die hat gewunken, hast gesehen? Die macht mich leiden. Ja, auch Damen reagieren auf Blech, ne? Hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber hier merkt man doch so, ja, die Mädels gucken. Achtung, wollen wir mal sehen, ob die reagiert. Hey. Nee, die kommt wohl gerade vom Ohrenarzt, hat eine andere Diagnose gekriegt, dann ist gemerkt. Helge und Dade jagen im Doppelpack Matthias hinterher zum nächsten Ziel in der Innenstadt von London. So, wo haben wir den Big Ben? Ich will jetzt sofort zum Big Ben. Da ist er doch. Jawoll! Nee, wir machen es diesmal wieder so. Ich bleibe hier auf dieser Brücke stehen und werde ein Foto machen. Ich habe eine Panne wieder, Leute. Tut mir echt leid. Ich fahre gleich weiter. Ganz ruhig, Leute. So, haben wir es doch schon. Matthias hat sein Foto im Kasten. Wo stecken Helge und Dade? Da ist der Wecker doch. Die beiden sind Matthias dicht auf den Fersen und müssen nur noch schnell ein Foto von Big Ben schießen. Nächstes Ziel der Speed Sightseeing Tour ist der 1,3 Kilometer entfernte Buckingham Palace, das Zuhause von Queen Elizabeth II. Matthias ist schon da. Oder etwa doch nicht. Jetzt denken Sie alle, Prinz Harry fährt vor. Hätte ich mir nur die Haare färben sollen. Ist das der? Das ist der, oder? Prinz Harry wüsste aber, wo seine Hütte steht und müsste nicht irgendwelche Touristen fragen. Sorry. Ist das hier der Buckingham Palace? Buckingham Palace. Der da? Danke. So. Matthias hat sein Beweisfoto geschossen. Dade ist auch schon da, nur weiß er davon nichts. Oh, was ist das denn hier? Das sieht ja wohl geil aus. Das kenne ich ja noch gar nicht. Was haben wir das? Was ist das denn für ein kultureller Flügel da? Herr Müller, das ist er, der Buckingham Palace. Helge hat's gecheckt und schießt schnell sein Beweisfoto. Dade macht zur Sicherheit auch ein Foto und gemeinsam nehmen sie die Verfolgung von Matthias auf. Der Trafalgar Square ist die letzte Sehenswürdigkeit der Speed Sightseeing Tour durch London, rund einen Kilometer entfernt vom Buckingham Palace. Kurz vor dem Ziel hat sich Matthias verfranst, sein Vorsprung schmilzt. Wo stecken Helge und Dade? Kann mich da irgendjemand hören? Wie, hörst du mich? Hab ich da eben Matthias gehört? Oh, Helge ist auch da. Ja, sag mal, wo seid ihr denn? Trafalgar Square. Trafalgar, das kann nicht sein. Trafalgar kann nicht sein. Ziel erreicht, Trafalgar Platz. Bist du schon da, Matthias? Ja, Dade, Matthias schießt gerade sein Beweisfoto vom Trafalgar Square.
Siri, fahr mich zur Dover Street 8. Wer dort als erster bei Aston Martin mit seinem Wagen vorfährt, gewinnt die Challenge. Helge und Deet haben auch schon ihre Fotos vom Trafalgar Square geschossen. Jetzt geht's um die Krone beim König von England. So, Jungs, wo seid ihr denn? Ja, ich habe hier noch was eingetippt. Also, ich sag mal so, guten Kilometer noch. Ich sehe Helge. Helge, ich bin vor dir. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Jetzt noch einmal im Leerlauf Vollgas geben. Ich will mal hören, ob ich dich hören kann. Hör bloß auf. Ich hab hier gerade Stau, hier geht nichts mehr. Ich hab dich leider auch schon gesehen, jetzt aber. Matthias gegen Deet. Wer diese Challenge gewinnt, wird der neue König. Jetzt kommt hier noch ein Schiff vor mir oder so. Was weiß ich? Nein. Das vor uns ist ein Dakt. Ein Schwimmfahrzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist mir jetzt scheißegal. Der soll Platz machen, Mann. Drück drauf. Scheiß London-Verkehr. Ich mach's gar nicht sagen, ey. Weil hier so ein Eimer vor einem fährt mit 15 km/h, komme ich nicht an mein Midi ran, der da vorne 2 Meter vor uns auf Dickhose macht. Alter, jetzt darf nichts mehr schief gehen. Matthias hat nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Da ist die Dover Street. Alles klar, Leute, es tut mir echt leid, aber ich muss da jetzt rein. Sorry. Oh Gott, Polizei. Oh. 30 Meter, das Ziel befindet sich rechts. Sorry, ich bin aus Deutschland. Abbiegen ist hier verboten. Ich habe das wirklich nicht gesehen, sorry. Autsch, rechts abbiegen ist hier verboten. Okay. Jetzt habe ich das Rennen verloren. Jetzt habe ich das Rennen verloren, Leute. Ich flipp aus. Bitte nicht. Bitte nicht das. Yes, das ist keine Rennstrecke hier. Ja, ich weiß, Sir. Ah, geil! Ey, haben die Matthias gerade an der Hacken? Hab ich das gerade richtig gesehen? Matthias ist, glaube ich, in der Eimerstraße eingebogen und jetzt hat er eine Sprechstunde mit der Fahndung. Steigen Sie aus dem Auto. Was machen Sie hier? Sind Sie von einer TV-Sendung und denken, hier ist eine Rennstrecke? Nein, das ist keine Rennstrecke, ich weiß. Wir fahren auch kein Rennen. Wir sind unterwegs zu den schönsten Plätzen in London und machen Fotos davon. Sie müssen besser aufpassen, das war verrückt gerade. Ich weiß. Helge und Deet müssen jetzt einen Umweg fahren durch die verwinkelten Gassen der Londoner Altstadt. Mensch, fahr, du Eimer. Auf den letzten Metern vorm Ziel schlägt Deet zu und schnappt sich Helge. Nein, da steht er. Aber ich fahr da einfach mal rein. Ist's all right? Ich glaub es nicht. Ah, geil, die haben mich nicht angewunken, nur. Ich verliere in dieser Sekunde meine Krone, Leute. Ich flippe komplett aus. Deet ist als Erster am Ziel und gewinnt die Challenge. Matthias kommt mit einer Ermahnung davon und schießt noch ein Erinnerungsselfie mit der Polizei. Ich glaube, jetzt ist einer ganz schlecht drauf. Oh. Ja, so. Das zelebriert ihr jetzt, ne? Schönen guten Tag. Lass mich in Ruhe. Schönen guten Tag. Hallo, aufwachen. Fahrzeugschein, Führerschein bitte. Fahrzeugschein, Führerschein. Steigen Sie bitte direkt aus. Ich flippe komplett aus. Was war denn da wieder los? Die Polizei hat mich die Krone gekostet. Naja, okay. Ey, das glaubst du nicht. Du fährst 2 Stunden durch London. Ja. Und am Ende entscheidet es sich auf 150 Meter. Noch nicht mal. Deet macht 3 Punkte beim Speed-Sightseeing und krönt sich mit 19 Punkten vor Matthias zum König von England. Noch schnell die Autoschlüssel abgeben, dann wird es feierlich. Schreiten wir jetzt zur feierlichen Krönung, unseren neuen König. Ja. Lassen wir hochleben. Ja. Auf den letzten Metern der Queen noch die Krone abgejagt. Naja, ein bisschen Glück war auch dabei.
So, aber der war noch nie in England. Ja. Und er ist der verdammte neue König von England. So schnell geht er. Wieso? Ey, was machst du mit meinen Ohren? Ja, was machst du bei meinen auch immer, wenn ich König werde? Nicht so doof. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Also. Alles richtig gemacht. Danke, Männer. Es war mir eine Ehre und vor allen Dingen ein Vergnügen. God Schön save the Queen, God save the Queen. Oh. Und jetzt gibt's für alle Bratkartoffel mit Spiegelei. Und brauner Soße. Okay. Nie wieder Hemm und Ex. Ich kann nicht mehr.